Hey Leute, willkommen zu einer neuen Folge Far Cry 5. In der letzten Folge ging es ja schon ganz heiß her für den Anfang. Wir wurden ja von der US-Regierung beauftragt, als Marshall den Sektenanführer Joseph Seed festzunehmen. Aber das ging halt mächtig schief. Ja, jetzt hat uns jemand gerettet, weil das, wie gesagt, mächtig schief ging. Und er hat gesagt, wir wollen auf jeden Fall unsere Polizeiuniform verbrennen und uns neue hier Kleidung holen. Ja, da hören wir den auch schon. Hier ist Dutch, hat er gerade gesagt. Wahrscheinlich kommuniziert er da mit jemandem. Ja, wir haben auf jeden Fall jetzt einen Kollaps ausgelöst. Also die Sekte rastet jetzt richtig aus, weil wir hier reingekommen sind und den festnehmen wollten. Die haben jede Straße hier abgesperrt und so. Naja. Auf jeden Fall werden wir uns jetzt erstmal am Anfang neue Klamotten aussuchen. Bitte triff deine Entscheidung, bevor wir zum Charakteranpassung fortkommen oder so. Okay. Ja, jetzt die Frage, welchen Charakter wir nehmen. Oh Gott, da habe ich es immer richtig schwer mit, die Charaktere auszuwählen. Okay, ich sehe schon. Ich würde sagen, entweder den oder den. Den oder den. Ach komm, nehmen wir den hier. Dann machen wir ein bisschen dunkler. Dann, was haben wir hier? Frisuren. Entweder hier nehmen wir so eine lange oder. So eine, die finde ich eigentlich ganz schön. Ach komm, wenn wir die hier. Bitte bestätige, du kannst deinen Charakter später nochmal ändern, sobald du Dutch Insel befreit hast. Also, du wirst also keine Sorgen machen, den können wir nachher nochmal ändern. Ja, das bestätigen wir, würde ich mal sagen. Dann, Unterkörper, hier haben wir Hosen. Finde ich diese Camouflage-Hose schon ganz cool. So, ja, das ist geil. Na gut, ja, ich würde sagen, wir ziehen uns hier so ein Hemd an. Was passt denn zu der Camouflage-Hose? Ach komm, lassen wir so. Kopfbedeckung. Guck mal, hier so eine coole Cappy. Ja komm, dann ganz normale schwarze nehmen wir mal. Dann haben wir hier noch Handschuhe. Guck mal hier. Ja, okay. Obwohl, Leute, ich würde sagen, ich nehme so eine Bandage, weil die sieht echt cool aus. Wohl noch mal Handschuhe? Nee, Leute. Komm. Später vielleicht. Bandage finde ich ganz schick. Dann bestätigen wir mal. Okay, dieser Typ da hat gesagt, wir sollen noch mal mit ihm reden. Ja, das sind wir ihm schuldig, weil er hat uns auf jeden Fall gerettet. Gut, was haben wir denn hier? Wurde anscheinend in so einen Bunker hier gerettet. Hier ist wahrscheinlich das Bett von dem. Ranger. Bild vor der. Ach, keine Ahnung. Ich lese die mal nicht, bevor ich mich gleich so komplett blamier hier. Hallo, der schreit doch schon richtig rum. Wir fahren eine Menge Vorräte. Gut, das haben wir hier. Okay, Leute, wir haben gerade diesen Funkspruch hier erfahren, dass wohl einer der Brüder von diesem Sektenanführer, also einer der Brüder von Joseph Seed, der heißt nämlich John Seed, also John Seed macht wohl richtig Stress gerade in der Stadt da und will die ganze Stadt da übernehmen. Was haben wir hier eigentlich? Hier ist so eine Art Krankenstation, Leute. Auf jeden Fall wichtig in dem Bunker, wenn man hier lange überleben will. Wir haben auf jeden Fall eine Erste-Hilfe-Set erhalten. Sehr wichtig, eine Krankenstation. Sollte man haben in so einem Bunker. Ja, denke ich mal schon, dass es Bunker ist, weil guck ich mal diese fetten Türen hier haben. Also das kann auf jeden Fall vor Radioaktivität schützen. Was haben wir hier eigentlich? Ah, hier haben wir wahrscheinlich den Bunker. Was haben wir hier? Ah, da brauchen wir einen Schlüssel für. Okay, hier sind Zettel. Hier haben wir anscheinend so Baracken für andere Leute. Da werden wir wahrscheinlich erstmal schlafen oder so. Lesen. 27. April 2015. Brief an Dutch. Dad, ich habe deine Nachricht erhalten. Schön, dass sie die Anklage fallen lassen. Wir werden versuchen, dich im Sommer ein paar Wochen zu besuchen. Wiki will dir zeigen, wie er jetzt ohne Stützräder fährt. Aber Anne hat eine ganze Menge Kollegen zu. Was? Anne hat eine ganze Menge am College zu tun. Achso, also auf einer Schule.
Ich weiß, wie viel dir das bedeutet und we deshalb werden wir euch alle versuchen, dass es klappt. Tut mir leid, Leute, meine Leseskills sind nicht die besten. Aber lasst bitte diese gerade von wegen die Kinder zu Hause unterrichten, okay? Das ist für mich und Anne nicht das Richtige und die Schule in der South Street ist einer der besten. Beschränkt doch die Prepping-Aktivität auf dem Minimum. Also dass die Prepping-Aktivität, für die Leute, die es nicht wissen, Prepping ist auf jeden Fall in Amerika sehr beliebt. Das sind Leute, die sich auf jeden Fall auf Katastrophen vorbereiten, irgendwie ja, in Bunkern vielleicht, also die meisten auf jeden Fall in der, ich sag mal, krassen Art, die haben echt Bunker, wirklich Atomschutzbunker unter ihrem Haus, weil die Angst haben, die Welt geht unter. Auf jeden Fall sehr gut vorbereitet. Und es gibt halt auch kleinere Prepper, die gibt es auch, denke ich, in Deutschland. Die haben halt sehr viel Lebensmittel gelagert und so für Katastrophen. Ja, und die Tochter von Dutch, also so heißt er hier wahrscheinlich, hat gebeten, das ein bisschen zu beschränken, aufs Minimum. Aber ja, ist glaube ich nicht so schlau, wenn so eine brutale Sekte hier rumläuft, dann ist es glaube ich ganz gut, hier so einen Bunker zu haben. Gut, ich weiß, dass Ricky drauf steht, aber Anne macht das nur Angst, okay. Der Ricky mag das wohl total, dass er hier einen Bunker hat und so, aber ja, wir sprechen uns bald, Wobby. Hier haben wir auf jeden Fall erfahren, dass dieser Dutch eine Tochter hat. Und die ist wahrscheinlich nicht so davon begeistert, dass der hier so einen fetten Bunker hat und sich so darauf vorbereitet. Aber ich glaube nicht, dass er sich hier auf einen Atomkrieg vorbereitet, sondern einfach nur wegen der Sekte hier so einen Bunker hat, was eigentlich schlau ist. Okay, Brief von Hope County Schwonickel. Ach, was auch immer. 13. Oktober 2014. Lieber Mr. Roosevelt, ich würde, so heißt er wahrscheinlich mit Nachnamen, ich würde Sie gern mal zu Ihrem Konflikt mit der Regierungsvertreterin bezüglich ihrem Recht auf das Sammeln von Regenwasser interviewen. Soweit ich weiß, hatte sie sich und eine Ge Geheim. Oh, ich bin so dumm in Lesen, ne? Genehmigung bemüht, die dann aber von den Behörden zurückgezogen wurden. Ja, Leute, den Rest könnt ihr gerne selber lesen. Ja, könnt ihr mal pausieren, wenn ihr wollt, weil, Leute, ich blamier mich hier nur, wenn ich lese. Okay. Okay, hier brauchen wir auf jeden Fall einen Schlüssel für. Das ist so eine Art Waffenkammer. Okay, dann gehen wir mal weiter in den Bunker hier rein. Hier ist auf jeden Fall richtig viel Wasser. Also der kann auf jeden Fall hier ein paar Monate überleben. Wo jetzt hier? Also da gehen wir gleich mal hin. Hier sehr viel Essen. Okay. Sehr viel Essen und Trinken hat er hier gelagert. Falls die Sekte mal oben ist, da kann man die Tür einfach wahrscheinlich verschließen. Was haben wir hier? Ey, hier ist echt ein chilliger Raum. Hier ist glaube ich so ein Raum zum Entspannen. Okay. Lesen. Einheimischer kämpft um das Recht auf Wasser, okay. Richard Dutch Roosevelt verbrachte wegen Misshandlung des Gerichtes 2 Nächte im Gefängnis. Also das, der Dutch ist der, der hier die ganze Zeit rumschreit und es gerettet hat wahrscheinlich. Nachdem er für das Recht stritt, Regenwasser in eine Anlage zu sammeln, die der Staat seinerseits als Stausee definiert hat. Mr. Roseville hat diese Wassersammlung ohne entsprechende Befügnis betrieben und damit aus Eklatensteste, was? Die geltenden Gesetze von Montana gebrochen, sagt der stellvertretende Leiter der Behörde für Wasserreserven, Edwin Garcia. Mr. Roseville bestreitet die Vorwürfe. Okay, dieser Dutch hier, mit dem wir uns treffen müssen und der uns gerade gerettet hat vor der Sekte, hat wahrscheinlich hier illegal Wasser gesammelt. Und musste dafür sogar ins Gefängnis. Naja. Hier ist ein Telefon. Bist du da? Hier ist Ray-Ray. Was zum Teufel ist da los? Wir hörten eine Menge Schüsse und ich schwöre, das vorhin war kein Donner, sondern eine Reihe von Explosionen. Oma dreht durch und will sich nicht beruhigen. Sind das schon wieder diese Peggys? Wie viel lassen wir uns noch gefallen? Egal, ruf mich zurück, wenn du kannst und pass auf dich auf. Okay, anscheinend haben hier ein paar Leute Dutch angerufen und haben um Hilfe gebeten, weil die Sekte eine ganze Farm hier umstellt. Ach du Scheiße, jetzt sieht man mal das richtige Psychopathen. Hier ist ein chilliges Aquarium. Sehr schön, muss ich sagen. Eine kleine Küche, damit man hier auch was Kaltes lagern kann und nicht mit Dosen essen. Hier haben wir noch ein kleines Lagerhaus für Werkzeuge. Hier kann man wahrscheinlich was reparieren. Ja, wir können sogar plündern. Pistolenmunition kann man immer gebrauchen. Hier haben wir ein paar Nummernschilder. Treasure State, New York. Was haben wir noch? New York aus Texas.
aus Indiana oder wie man das ausspricht. Aus Kalifornien, boah, echt schön Kalifornien, naja. Wir sind ja auf jeden Fall in Montana, Leute. Hier ist ein Badezimmer, na gut. Ich würde sagen, jetzt gehen wir mal zu Dutch. Wir haben uns nämlich jetzt alles hier angeguckt. So, Dutch. Okay, was haben wir hier? Eli, okay. Der ist auf jeden Fall am Funk. Wir reden jetzt auf jeden Fall. Okay. Ja, ich habe auf jeden Fall was Passendes zum Anziehen gefunden. So, Dutch. Ich habe mich da eben nicht richtig vorgestellt. Die meisten Leute nennen mich Dutch. Ich versuche mir zusammenzureimen, was da oben vor sich geht. Nichts Gutes. Nach allem, was ich weiß, leben deine Partner noch. Anscheinend wurden sie aufgeteilt. Jeder ist bei einem anderen Mitglied von Josephs Familie. Du willst sie zurück. Verstehe ich. Von mir wurden auch Freunde entführt. Das Problem ist, es kommt keine Hilfe. Keiner weiß, was hier los ist. Und das wird sich erst ändern, wenn es zu spät ist. Es muss da draußen Leute geben, die sich gegen die Sekte wehren wollen. Wir müssen ihnen einfach nur zeigen, wie. Wir müssen einen Widerstand organisieren. Als allererstes müssen wir deshalb die Kontrolle über diese Insel erlangen. Sobald wir etwas Spielraum haben, überlegen wir unseren nächsten Schritt. In dem Safe da drüben sind eine Waffe und eine Karte. Nimm sie dir. Ich funk dich an, sobald du dich orientiert hast. Okay, Leute, Dutch will auf jeden Fall jetzt hier, dass wir diese kleine Insel von Dutch hier befreien. Nimm die Pistole und die Karte aus dem Safe. So, hier haben wir eine Karte, einen Schlüssel und eine Pistole. Okay. Ja, das sehe ich schon. Okay, was haben wir hier? Okay, Leute, hier haben wir die die zwei Brüder und die Schwester. Hier ist der Bruder Jakob Seed. Hier ist der Bruder John Seed. Von denen haben wir auf jeden Fall schon gehört, weil der hat ja die Stadt da übernommen. Und hier haben wir die Schwester Faith Seed. Okay, Leute, und hier haben wir auf jeden Fall den Sektenanführer Joseph Seed. Ich würde sagen, wir lesen uns das jetzt erstmal durch. Ich würde sagen, erstmal Joseph Seed. Joseph Seed ist der Anführer dieser Sekte namens Project at Eden's Gate. Er glaubt, dass ein großer Kollaps bevorsteht. Er glaubt, Gott würde direkt zu ihm sprechen und er habe gesagt, dass er so viele Seelen wie möglich retten soll. Jetzt, wo seine Ernte begonnen hat, sind seine Anhänger sogar bereit, für ihn zu sterben, okay? Auf jeden Fall, die Sektenmitglieder sind bereit, für ihn zu sterben. Das sind auf jeden Fall Psychopathen. Er hat seinen Anhänger drei riesige Bunker bauen lassen, in dem sie Schutz finden und seine Prophezeiung wahr wird. Der Typ hat sie einfach nicht mehr alle, ja. Auf jeden Fall hat er drei riesige Bunker gebaut, wahrscheinlich für jeden Bruder ein. Und da sind auf jeden Fall richtig viele Vorräte und so drin. Ach du Scheiße. Auf jeden Fall, der hat echt Angst, dass die Welt untergeht. Okay, der nächste ist Jacob Seed, der Soldat. Der Älteste, der Gebrüder Seed, ist für alle Ausbildung ihrer Miliz oben in Whitetail Mountains verantwortlich. Okay, Jacob Seed ist für die Ausbildung der Sektmitglieder verantwortlich, also dass sie gut kämpfen können und so. Das Einzige, woran er glaubt, ist die Schwachen zu opfern. Anscheinend führt er im Norden ein paar psychologische Experimente durch. Da oben kursieren allerlei albtraumhafte Geschichten über Leute, die mit einem Mal völlig grundlos übereinander herfallen. Herfallen, habe ich das richtig gesagt? Ja, ne? Er hat auch mit der Herstellung dieser Monsterwölfe zu tun, die von der Sekte Yuches, oder wie auch immer, genannt werden. Okay. Auf jeden Fall zähnt er irgendwelche Wölfe und ist für die Ausbildung der Sekte verantwortlich. So, John Seed, der Täufer. Der jüngste der Gebrüder Seed und womöglich auch der sadistischste, ich bin zu blöd zum Lesen, ist für die Rekrutierungsmaßnahmen der Sekte verantwortlich. Also der hier, der holt die neuen Mitglieder an, also der wird wahrscheinlich die ganzen Menschen hier mit Propaganda zumüllen oder sogar zwingen, sich der Sekte beizutreten. Und also der hier holt neue Rekruten an und schickt die dann wahrscheinlich hier zu Jacob und er bildet die dann zu irgendwelchen Milizsoldaten aus für die Sekte. Ja, auf jeden Fall mit Propaganda und so wird der hier wahrscheinlich neue Mitglieder hier holen und so. Ja, Zeichen säubern, beichten, büßen. Das sind die vier Schritte, die jeder durchlaufen muss, bevor er ein Mitglied von Eden's Gate werden kann. Also der Sekte. Sofern er denn überlebt. Also wirklich, die Rekrutierungsmaßnahmen sind echt brutal. Da sterben auch die meisten, wie es aussieht, sogar schon.
John befiehlt jeden, die Macht des Jahs zu akzeptieren. Ja, wieder so ein richtiges Propaganda. Oder richtige Propaganda, also hört sich nach Propaganda an. Damit seine Anhänger auch wirklich jeden Scheiß machen, der er will. Ein waschechter Psychopath. Also, wenn man bei ihm ist, muss man immer Ja sagen, sonst ist man tot. Und er ist für die Ausbildung der Sekte, für die Rekrutierung der Sekte verantwortlich. Okay, die letzte Schwester ist Faith, die Sirene. Oder? Sirene. Was? Ja, Sirene. Ich glaube, ich habe es richtig gesagt. Keiner weiß, wie der Verwandlungsgrad aussieht. Anscheinend ist einer einfach eines Tages aufgetaucht. Sie erzählt rührselige Geschichten, aber Faith ist eine Lügnerin und Manipulatorin. Wenn man ihr die Chance bietet, vergiftet sie einen den Verstand mit Bliss. Das ist anscheinend so eine Droge. Also das Bliss ist so eine Droge, die einen halt den Verstand raubt. Alle, die den Hangman River entlang wandern, enden entweder tot oder beschreiten den Pfad, um einer der hirnlosen Angels zu werden. Da werden wir auch später noch hinzukommen. Das sind so eine Art Zombies, die von dieser Droge da beeinflusst wurden und dann richtig den Verstand verloren haben. Die ganze schwere körperliche Arbeit der Sekte übernimmt. Okay. Okay, okay, Dutch ist auf jeden Fall jetzt noch am Anfunken hier. Okay, aber sieht nicht so gut aus gerade für Dutch. Okay, Leute, hier ist auf jeden Fall der Ausgang des Bunkers oder so. Eine Schaufel, ach komm, die nehmen wir mal mit. Waffenrad, ja komm, ich weiß, wie ein Waffenrad funktioniert. Eine Knarre haben wir auch. Vier, so. Nachladen. Keep door closed. Okay, hier haben wir auf jeden Fall den Ausgang des Bunkers. Verlasse den Bunker. Ich würde sagen, das machen wir eben. Keep the door closed. Okay, interagieren. Boah, ist das schön, wieder Licht zu sehen hier. Okay, das sieht echt geil aus, Leute. Far Cry 5 sieht. Ey, allgemein die Far Cry-Teile sehen so gut aus. Okay, was denn? Im Grunde vier Möglichkeiten. Du kannst alle Geiseln befreien, die Sekte genommen hat. Das sind gute Leute, die vielleicht an deiner Seite kämpfen, wenn du ihnen hilfst. Okay, das hört sich gut an. Auf jeden Fall. Okay, ich bin leise. Zerstören, das quasi allgegenwärtig ist. Scheiße, allein auf dieser Insel haben sie zwei verdammte Schreine gebaut. Oder nehmen Widerstandsmissionen an. Es gibt eine Menge Leute da draußen, die ihren Privatkrieg gegen die Sekte führen und sicher jede Hilfe gebrauchen können. Okay. Und wenn du wirklich kämpfen willst, dann kannst du die Sektenaußenposten einnehmen, die es hier plötzlich überall gibt. Wenn du sie befreist, kann der Widerstand so richtig Fuß fassen und gegen Eden's Gate zurückschlagen. Okay, Leute, auf jeden Fall, jetzt sehen wir hier, wie man einen Widerstand aufbauen kann, beziehungsweise eine Revolution wahrscheinlich, oder eine Rebellion aufbauen kann gegen die Sekte. Okay, der erste Schritt ist, wenn wir Zivilisten retten, dann werden mehr Leute auf jeden Fall dem Widerstand beitreten. Wenn man Sektensitzer zerstört, also zum Beispiel diese komischen Schreine da, dann werden auf jeden Fall mehr Leute beitreten, weil die so denken, ja cool, die zerstören die das Sekteneigentum, wir lassen uns hier nicht länger rumschubsen, da treten wir den Widerstand bei. Denken sich dann so, also glaube ich zumindest. Ich weiß natürlich nicht, was andere denken, ach, ihr wisst schon. Nächster Schritt ist, schließe Missionen ab. Da kann man auf jeden Fall auch Widerstand mit aufbauen. Oder Sektenaußenposten befreien. Ja, da kann man auf jeden Fall Außenposten befreien, wo wir dann halt Ausrüstung lagern, neue Leute rekrutieren und so. Ja, na gut, okay. Dann mal weiter. Hier ist auf jeden Fall der Bunker. Kann ich das irgendwie zumachen? Alles klar. Okay, Leute, anscheinend müssen wir jetzt. Hier, das ist Dutch Insel, Leute. Diese Insel hier gehört Dutch, der hier in seinem Bunker ist. Er hat auf jeden Fall überall Kameras gemacht und er hat gesagt, dass hier jetzt zwei Schreine schon auf der Insel sind und eine Menge Kultisten, also eine Menge Sektenmitglieder. Hier sind auf jeden Fall schon ein paar Gebäude und das müssen wir auf jeden Fall jetzt befreien von der Sekte. Ja, dann würde ich mal sagen, gehen wir mal los. Ich glaube, ich gehe jetzt mal diesen Berg lang. Okay, was ist das hier? Boah, die Grafik ist echt schick. Guckt es euch an, Leute. Echt schick. Hier mit diesen riesen Bäumen hier auf der Insel. Das ist auf jeden Fall jetzt erstmal unser erster Schritt. Da oben ist, da hinten ist ein Baumhaus. Ah, Leute, guck mal, wir können sogar Steine werfen. Damit können wir dann sozusagen so Sektenmitglieder ablenken. Okay, da sehen wir ein Symbol.
Hört ihr das? Ja, da sind schon Sektenmitglieder, Leute. Hier haben wir so einen kleinen Aussichtsposten, so eine Art Baumhaus. Ach du Scheiße. Ja, da sehen wir schon, die terrorisieren hier die Zivilisten, weil die wahrscheinlich gegen die Sekte sind. Hier haben wir auf jeden Fall schon zwei Sektenmitglieder. Wo versteckt sich der Deputy? Hier versteckt sich der Deputy. Ja. Kann ich runterspringen, ohne zu sterben? Ich will es nicht testen. So, Leute, die haben wir jetzt auf jeden Fall schon mal getötet. Wir haben auf jeden Fall jetzt diese Zivilisten hier gerettet. Okay. Plündern, so. Wurfgeschosse, ja, das kriege ich schon hin. Jetzt haben wir hier ein Sturmgewehr. Guck mal, Leute, eine ARC. Auf jeden Fall haben wir jetzt eine AR. Das ist schon ein schickes Gewehr, ja. So, wir befreien dich mal, mein Freund. Geisel befreit, okay. Jo, dann reden wir mal mit der Geisel. Fanatiker sind außer Kontrolle. Im Prepperlager in der Nähe vom Bootshaus, falls du dich schützen willst. Die haben da sicher gute Ausrüstung gehortet. Alles klar, danke schön, mein Freund. Okay. Wir haben ja auf jeden Fall ein Prepperlager. Leute, das sind Lager, wo auf jeden Fall gute Verstecke sind. Also sehr gute Items sind. Von Preppern wurde das da gelagert. Ich würde sagen, das machen wir auch mal direkt. Ja, mal gucken. Wie gesagt, Leute, ich habe das Spiel schon mal durchgespielt. Also ich weiß auch, wie man da reinkommt. Deswegen los. Okay, Prepper-Lager. Hier ist so ein Prepper-Versteck. Oder so ein, Prepper, der da was hat. So. Prepper-Notiz. Also hier ist eine Notiz von einem Prepper, Leute. Habe ich euch ja schon gesagt, was Prepper sind. Die Leute, die sich Bunker bauen und Angst haben vor, Kriegen und so. Und deswegen Bunker haben. Ihr wisst schon. Hey Mike, ich wollte in das unterirdische Versteck, aber es gab einen riesigen Rohrbruch und alles ist hier überflutet. Ich weiß nicht, was davon noch brauchbar ist. Wir brauchen Saft, damit die Pumpe das Wasser abpumpen kann. Ich weiß, dass der Schalter im Bootshaus ist, aber der ist abgeschlossen und du hast die Schlüssel nicht dagelassen. Also lasse ich das dir, Garrett. Okay. Versunkene Schätze. Okay, Leute. Hier ist anscheinend so ein Bunker von einem Prepper. Das ist das große Los. Ein Prepper-Versteck. Wenn du es da hineinschaffst, ja, wartet in der Regel ein ganzer Haufen nützlicher Kram, den jemand sicher verstaut hat. Schau ruhig mal nach. So, Leute, hier ist auf jeden Fall so ein Bunker von einem Prepper, aber die hatten ja wahrscheinlich so einen Rohrbruch und deswegen müssen wir jetzt erstmal das Wasser hier rausschaffen. Da können wir den ganzen Bunker hier plündern. Wird dem Besitzer wahrscheinlich nicht so gefallen, aber ich glaube, die leben auch gar nicht mehr bei dieser Sekte hier. So, Strom benötigt. Wir müssen jetzt auf jeden Fall erstmal den Strom anschalten. Wie wir in der Notiz erfahren haben, ist der Stromschalter hier drin, in diesem Bootshaus. Ja, aber das Problem ist, die Tür hier ist abgeschlossen, weil der Typ hier vergessen hat, den Schlüssel hier hinzulegen. Deswegen müssen wir einen anderen Weg hier reinfinden. Ja, wie man sieht, die ist zu. Aber das sieht man auch schon einen anderen Weg, Leute, unter das Wasser durch. Hier haben wir auf jeden Fall schon mal die Kiste, die wir plündern können. Okay, was haben wir hier für schicke Bilder? Anscheinend von irgendwelchen Leuten, die angeln. Okay, Leute, dann gehen wir mal ein bisschen schwimmen. Silver Lake Conservation Area Boatshouse. Okay. Ich war noch nie gut in Englisch aussprechen. So, Leute, jetzt sind wir schon im Bootshaus drin. Was sie abgeschlossen haben. Und hier ist der Stromschalter, so. So, Leute, jetzt haben wir den Strom für die Pumpe, für die Wasserpumpe wieder angemacht. Und hier haben wir Paddel. Das ist ja geil, so Paddel. Wir können richtig einen jemanden übers Ohr hauen. Okay, hier haben wir den Schlüssel für das Bootshaus. Jetzt können wir die aufschließen und können wir easy rausgehen. Ja, ich gehe mal hier rum. Geht ein bisschen schneller. Ich weiß, wo diese blauen Teile sind, Leute. Da kann man echt leicht hochklettern. Übrigens, Leute, von den Prepper-Verstecken gibt es mehr. Das sind sozusagen so immer so kleine Rätsel. Und dann kommt man in irgendwelche Verstecke rein von Preppern, die halt einen Bunker oder so haben. Oder halt irgendwas versteckt haben. Jetzt können wir das Wasser hier rauspumpen. Hier sehen wir schon, das ganze Wasser wird rausgepumpt. Okay, das ist, glaube ich, nicht so eine gute Idee, wenn wir uns da vorstellen. So, und jetzt sind wir hier im Bunker. Von dem Prepper. So, ein Bunker von einem Prepper. Ja, komm, das Rohr nehmen wir mal mit. Hier haben wir auf jeden Fall viele nützliche Gegenstände. Zum Beispiel unser erstes Geld. Das ist sehr gut. Auf jeden Fall so ähnlich wie Dutch Bunker, nur wahrscheinlich ein bisschen kleiner, hier mit zwei Betten und so. Naja, ist eigentlich egal. Ich würde sagen, wir machen jetzt mal den Weg frei hier.
Ja, so. Der Weg ist frei. Versunkene Schätze, abgeschlossen. Okay, das ist gut. Okay, Leute, hier haben wir echt viele nützliche Gegenstände. Zum Beispiel hier, Verschlüssel. Verschlüsse. Hier haben wir einen Bogen. Ah, soll ich ihn mitnehmen, Leute? Oh, Sprengstoff. Leute, jetzt natürlich die Frage, behalte ich meine AR oder nehme ich den Bogen mit? Ah, ich glaube, ich bleibe bei der AR. Finde ich besser. Bogen hat zwar auch Vorteile, aber gut. Ich habe einen Safe und viel Geld, Leute. Okay, Leute, wir haben jetzt auf jeden Fall sehr viel Geld. Und, ja, so, keine Ahnung, was ist das? Ich weiß es nicht. Nitro haben wir. Nitro, das ist gut. Herstellung, okay, wir können was herstellen. So, Leute. Dann gehe ich, würde ich da sagen, aus dem Bunker wieder raus. Okay, wo sollen wir hin, hat er gesagt? Wir sollen auf jeden Fall jetzt irgendwie hier hingehen und da irgendwas befreien oder so. Um neue Mitglieder zu erhalten. Hier haben wir auch einen Wachturm. Da würde ich sagen, gehen wir auch mal hin. Da oben zum Wachturm. Ja, mal sehen, was uns da so erwartet. Okay. Wir haben auf jeden Fall das Logo der Sekte. Für die Leute, die es nicht wissen, das ist das Logo der Sekte. Und hier haben wir auch eine Flagge der Sekte. Gut, dann gehen wir mal hoch. So, hier haben wir Blumen. Das ist, glaube ich, dieses Bliss, Leute. Das ist diese Droge, von der ich geredet habe. Und das haben die halt hier überall von rumstehen. So, Leute. Ah, Leute, guck mal, das ist dieser Typ, den wir gerettet haben. Ich kann dir gar nicht genug danken. Leute, das ist dieser Typ, den wir gerade... Nein, alles gut. Ja, ja. Leute, das ist dieser Typ, den wir gerade gerettet haben vor der Sekte. Der uns das Versteck verraten hat. Das ist er. Und der hat sich wohl hier gemütlich gemacht in diesem Turm. Ist nicht schlecht hier. Okay, Sektenschrein. Okay, Leute, das ist auf jeden Fall Notiz der Sekte. Also, das hier hat die Sekte geschrieben. Die Ernte hat begonnen. Der Vater hat uns aufgetragen, diese Schreine in der ganzen Region aufzubauen. Um sein Wort zu verbreiten. Sobald sie errichtet sind, werden die Sünder versuchen, sie zu schändigen. Deshalb müssen wir sie um jeden Preis verteidigen. Wir stellen diese Schreine auf, damit die Weisheit des Vaters hier Wurzeln schlagen und wachsen kann. Okay. Für ihn Skate. Auf jeden Fall ist es hier irgendwie so eine Notiz von der Sekte. Dass sie hier überall Schreine aufgebaut haben. Hier ist auf jeden Fall ein Telefon. Da ist wieder so eine Nachricht. Ich weiß nicht, warum dieser Angeber so dicht über den Baumwipfeln fliegen musste. Aber jetzt fliegt hier sowieso gerade keiner. Diese Rauchwolke ist ziemlich dicht. Aber ich muss mir das mal näher anschauen. Was ich nicht verstehe, was treiben diese ganzen Peggys hier draußen? Es gibt einen ganzen Haufen von ihnen im Wald. Die rufen, als ob sie jemanden suchen würden. Ich weiß nicht, ob sie damit was zu tun haben. Mir kommen sie ziemlich abgeranzt vor und... Heilige Scheiße! Ist gerade ein Pickup vorbeigerast. Hinten drauf saßen ganz viele Peggys mit Schrotflinten. Ich werde mal... Ach so Scheiße! Okay, das hört sich nicht so gut an. Hat sich angehört, als würde diese Frau da erwischt worden sein von der Sekte. Ja, und anscheinend suchen die nach uns. Also, da wurde gesagt, dass sie nach jemandem suchen. Wahrscheinlich sind wir derjenige. Gut, September. Okay. So Leute, aber ich würde sagen, das war's jetzt erstmal mit dieser Folge. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Danke nochmal fürs Einschalten. Dann sehen wir uns nächste Folge wieder. Wir haben auf jeden Fall diese Folge nicht so viel Action erlebt, aber auch interessante Sachen erfahren. So. Ja, der Typ hier hat das ganze Teil hier besetzt. Na gut, dann haben wir auf jeden Fall jemanden, der hier auf die Region aufpasst. Na gut Leute, dann sehen wir uns nächste Folge wieder. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Tschüss Leute.